Moin! Wir machen heute eine Schweinshaxe mit leckerer Biersoße, besser als im Biergarten. Und ein Resteverwertungsgericht für den nächsten Tag ist auch noch mit dabei. Los geht's! Wir bereiten zuerst unseren Sud vor. Die Zwiebeln schneiden wir einfach durch und den Knoblauch drücken wir nur etwas an. Dazu gesellen sich Lorbeerblätter, Wacholderbeeren und Pfefferkörner. Wir werfen alles in unseren Riesentopf und geben noch ein paar übrig gebliebene Gemüseschalen dazu. Man kann natürlich auch Suppengemüse benutzen. Jetzt kommen unsere Haxen in den Topf und werden mit dem Wasser aufgegossen, bis sie bedeckt sind. Da kommt nur noch Salz und eine getrocknete Chili dazu und wir lassen alles einmal aufkochen. Sobald alles kocht, wird die Hitze reduziert und das Ganze lassen wir ab jetzt eine Stunde lang simmern. Zwischendurch schöpfen wir immer mal wieder den entstehenden Schaum ab. Nach einer Stunde entnehmen wir die Haxen und lassen sie ganz kurz abkühlen. In der Zwischenzeit heizen wir schon mal unseren Ofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze auf. Und wenn die Haxen etwas kühler sind, schneiden wir die Haut in kleine Vierecke ein. Also zuerst in die eine Richtung und dann in die andere. Sind beide Haxen eingeschnitten, salzen wir die Haut gründlich ein. Und wir meinen wirklich sehr gründlich. So wird die Haut später schön aufplatzen und richtig knusprig werden. Die Unterseiten salzen und pfeffern wir auch noch und geben sie dann für etwa 1 bis 1,5 Stunden in den Ofen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns schon mal um die Soße. Dafür schneiden wir nun ein paar Möhren, etwas Lauch und Sellerie klein. Die Möhren und der Sellerie werden jetzt in reichlich Butterschmalz angeröstet, bis sie etwas braun sind. Und dann kommt auch der Lauch dazu. Als nächstes rösten wir noch etwas Tomatenmark mit an und löschen dann alles mit dem ersten Schluck dunklem Bier ab. Der verkocht ganz schnell und übrig bleibt der dunkle Satz am Boden. Fängt langsam alles wieder an zu brutzeln, kommt der nächste Schluck dazu. Den lassen wir allerdings nicht ganz verkochen, sondern bewahren uns noch etwas von der Flüssigkeit. Dazu kommt jetzt unser Fond von den Haxen. Und auch den Rest davon kann man wunderbar einfrieren und bei Bedarf verwenden. Unsere Soße lassen wir jetzt erstmal aufkochen. Nach einer Stunde kontrollieren wir die Garstufe der Haxen schon mal mit einer Fleischgabel. Einfach hier am Knochen einstechen und geht die Gabel ohne viel Widerstand rein und auch wieder raus, ist die Haxe soweit. Wie du siehst, kocht unsere Soße schon. Wir geben noch ein bisschen Kümmelsaat mit rein und schütten auch den Sud aus dem Bräter dazu. Der gibt nämlich nochmal ordentlich Geschmack. Die Haxen sind natürlich noch nicht knusprig, aber sie kommen jetzt nochmal bei 250 Grad für 20 bis 30 Minuten in den Ofen und bekommen so ihre schöne Kruste. Wir haben nämlich leider kein Umluft und müssen die Haxen öfter mal drehen. Mit Umluft ist das deutlich bequemer. Unsere Soße ist jetzt schon ordentlich eingekocht und wir binden sie mit einem Stärke-Bier-Gemisch zur gewünschten Konsistenz ab. Aufkochen lassen, Gemüse auspassieren und fertig ist die leckere Soße. Und die Haxen sind auch schon knusprig. Hör mal. Zusammen mit Semmelknödeln und Sauerkraut ein absoluter Traum. Aber kennst du das nicht auch? Eins bleibt bis zum nächsten Tag immer übrig. Bei uns waren es sogar Haxe und Knödel. Also kommt hier nochmal eine schnelle Gröstel-Idee. Wir schneiden einfach das Fleisch und den Knödel klein und braten es in Butterschmalz an. Dazu kommt etwas Lauch, Zwiebel, ein paar Kräuter und ein Ei in die Pfanne. Alles verrühren und voilà, fertig ist der Gröstel. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Kochen und bis zum nächsten Video. Chris und Marie.